Ich bin fest überzeugt, wenn der Schüler bereit ist, erscheint der Meister. Und die 6 Schritte helfen dir, bereit zu sein. Und jetzt lernte ich meinen Coach kennen, der reich war, sehr reich und gleichzeitig jemand, der anderen jederzeit half. Der hat jederzeit anderen Menschen von Herzen geholfen, der hat sie gefördert, der hatte immer ein Ohr für alle. Also das zu erleben war unbezahlbar. Parallel zu den Glaubenssätzen, die ich nach und nach veränderte, hatte ich natürlich auch ganz klare Aufgaben bekommen, ganz klare Strategien. Also erst fragte mich mein Coach, lieben Sie eigentlich Ihren Job? Und ich sagte, nö. Ich hatte so eine Versicherungsagentur und daneben noch 2 Selbstständigkeiten. Und da ich pleite war, brauchte ich das feste Einkommen aus der Versicherungsagentur. Und mein Coach sagte, lieben Sie das? Und ich sagte, nee. Und dann sagte er, dann kündigen Sie doch. Ich sagte, das kann ich nicht, brauche die Kohle. Dann hat er mir 30 Minuten Zeit gegeben, meine Kündigung zu schreiben, sonst würde er mich nicht coachen. Ich habe 28 Minuten Blut und Wasser geschwitzt, ich habe da hin und her gerobbt und habe dann ganz schnell noch meine Kündigung in den letzten 2 Minuten geschrieben. Und ich habe mich dann entschieden, in einem strukturierten Vertrieb einer Versicherung zu lernen. Ohne jedes Festeinkommen, ohne irgendwelche Garantien. Das war für mich entsetzlich. Ich hatte so viel Schiss, aber mein Coach hat mir genau gesagt, was ich tun müsste. Und vielleicht bist du jetzt abgestoßen und sagst, boah, jetzt habe ich verstanden. Also ein Coach ist für mich nichts. Vielleicht willst du aber auch wissen, wie du einen Coach finden kannst. Und hier ist die Strategie, die ich dir empfehle. Erstens, lege fest, was du in deinem Leben machen willst. Je genauer du das weißt, umso besser ist es. Was ist die Leidenschaft deines Lebens? Was sind deine Talente? Was macht dir Spaß? Zweitens, überlege, wen es in Deutschland oder sogar in Europa gibt, der in diesem Gebiet spitze ist. Drittens, beschäftige dich dann mit diesen Leuten, die du so herausgefunden hast. Google sie, lese ihre Bücher, wenn sie welche geschrieben haben oder wenn Bücher über sie geschrieben worden sind. Lese alles, was du finden kannst. Besuche ihre Seminare, wenn sie welche halten. Und entscheide dich dann, wen du von denen, die du in die engere Wahl genommen hast, als Liebstes als Coach hättest. Und viertens, jetzt visualisierst du, dass du diesen Menschen überzeugen kannst, dich zu coachen. Also am besten druckst du ein Foto aus. Und ich habe das so gemacht, ich habe mich dann so mit einem Foto daneben getan, also 2 Fotos zusammen irgendwie, damals war die Technik noch nicht so gut, aber es sah dann trotzdem aus, als wären wir ziemlich dicht zusammen. Und dann habe ich immer wieder visualisiert, dass der mich coacht. Immer wieder drauf geguckt, dass der mich coacht, dass der mich coacht, dass der mich coacht. Also, drucke dir ein Foto aus, schau immer wieder drauf und es wird irgendwie so eine Realität für dich. Und dann, wenn du spürst, jetzt ist es wirklich reif, trittst du in Kontakt mit deinem Coach und sagst ihm das Entscheidende. Und das Entscheidende ist, dass du ihm sagst, was du für ihn tun kannst. Was kannst du für ihn tun? Das ist ganz wichtig. Die meisten Menschen kommen zu mir und sagen, hey Bodo Schäfer, kannst du mich nicht coachen? Wenn ich dann sage, ja, warum sollte ich das tun? Dann antworten sie mir, ja, weil ich sie brauche. Hey, das ist doch kein guter Ansatz. Eine Beziehung funktioniert doch immer dann, wenn wir etwas zuerst geben und dann etwas bekommen. Also überlege, was du für deinen Coach tun kannst. Was kannst du für ihn tun? Was kannst du ihm geben? Und das ist nicht leicht zu finden. Diese Person, die ist ja reich. Die kann sich ja alles kaufen. Der hat in der Regel auch viele Angestellte. Die machen ja alles für den. Aber wenn du ihn googelst und wenn du alles Mögliche über ihn liest, dann wirst du etwas finden. Ja, und jetzt kommt der 6. Schritt. Gib nicht auf. Bereite dich vor, indem du die ersten 5 Schritte gehst. Gib niemals auf. Sorge dafür, dass du bereit bist. Die ersten 5 Schritte werden möglicherweise nicht richtig funktionieren. Gib trotzdem nicht auf. Geh sie trotzdem. Indem du sie gehst, bereitest du dich auf dein ideales Coaching-Verhältnis vor. Und dann kann dir, wie es bei mir war, dein Coach zufällig begegnen. Den ich da auf dem Bild hatte, den habe ich nie bekommen. Ist auch gut so, weil den ich bekommen habe, der war ideal. Ich habe das nicht geplant. Vielleicht passiert auch nicht das, was du planst, vielleicht aber doch. Aber du wirst bereit für ein Coaching-Verhältnis. Ich bin fest überzeugt, wenn der Schüler bereit ist, erscheint der Meister. Und die 6 Schritte helfen dir, bereit zu sein. Vielleicht fragst du dich, ob es auch ohne Coach möglich ist, finanziell frei zu werden. Kannst du ohne Coach finanziell frei werden? Ja,
Es gibt ganz seltene Ausnahmen, die haben es alleine geschafft, aber die hatten in der Regel mit 20 schon einige Millionen und mit 30 waren sie Milliardär. Also wenn du nicht in diese Kategorie fällst, dann brauchst du einen Coach. Ich brauchte ihn. Und alle Milliardäre, Megaunternehmer, Spitzensportler, die ich in meinem Leben getroffen hatte, die haben alle von mir eine Frage gestellt bekommen. Hattest du einen Coach? Und jeder, also wirklich jeder, hat geantwortet, ja, ich hatte einen. Und die haben mir auch gesagt, ja, und ich brauchte ihn auch. Ich habe viele Menschen kennengelernt. Präsidenten, Papst Johannes Paul II., Nationalspieler, Weltmeister, Regierungschefs, Milliardäre, die alle hatten einen Coach. Auch der Papst, tatsächlich. Ich habe in meinem Buch, Der Weg zur finanziellen Freiheit, ein ganzes Kapitel darüber geschrieben, in diesem Buch. Wie du detailliert einen Coach suchen kannst und wie du mit ihm arbeiten kannst. Denn es gibt da wirklich viele Missverständnisse und viele Mythen. Und ich empfehle dir, lies dieses Kapitel. Und ich schenke dir dieses Buch. Ich schenke es dir. Du musst einfach nur in der Bio auf den Link klicken. Der Weg zur finanziellen Freiheit beschreibt meinen Werdegang. Was ich gelernt habe, als ich mit 26 Jahren pleite war, um dann mit 30 Jahren finanziell frei zu sein, da ist alles drin. Meine erste Million hatte ich übrigens schon mit 28. Ich habe dieses Buch über 10 Millionen Mal verkauft und ich habe super gut daran verdient. Und darum habe ich entschieden, dieses Buch jetzt zu verschenken. Mein Coach hat damals gesagt, Herr Schäfer, wenn Sie es geschafft haben, dann helfen Sie anderen. Und ich habe das schnell versprochen, denn ich konnte mir gar nicht richtig vorstellen, dass ich es schaffe. Aber Versprechen ist Versprechen. Und heute ist es so mein tiefer Sinn, die Leidenschaft meines Lebens. Also, ich schenke dir den Weg zur finanziellen Freiheit. Und er hat einen krassen Untertitel. In 7 Jahren Ihre erste Million. Und in diesem Buch, wenn du es willst, bin ich dein Coach, damit du deine Ziele erreichen kannst.